einer der Beamten des Barons. Vielleicht hat er ja was bei sich. Genau, und mit diesen Worten beginnen wir heute wieder mit meinem Let's Play von... Verstümmelung von Augen, Ohren und so weiter. So schlimm sind meine Let's Plays jetzt wirklich nicht. Mit meinem Let's Play von Thief. Irgendwie ist das HUD gerade die ganze Zeit eingeblendet. Ich hoffe, das geht gleich weg. Okay, gut. Das nervt mich nämlich tierisch. Ich hasse es, wenn dauernd das Interface in den Weg kommt. Ausblutungen aus Hals- und Handgelenken. Hört sich nach einer Menge Spaß an. Also, Garrett hat eben von diesem Beamten dort gesprochen, denke ich. Und ich sollte den wahrscheinlich mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich friere. Könnte aber schwierig werden. Kann ich hier Seilpfeile irgendwo platzieren? Nein, auch das scheint nicht der Fall zu sein. Das gefällt mir nicht so gut. In den ersten zwei Thief-Teilen konntest du Seilpfeile halt wirklich überall dran schießen. Das war so lustig, was sich dort ergeben hat. Moment mal. Das da wollte ich. Mach mal kurz Fokus. Da liegt auch was, ein Zahnrad. Da ist noch was, aber... Aus dem zweiten Stock geworfen, würde ich sagen. Oder ist das ausgesprochen? Wie, an welchem Lichtschalter hängt dieses Licht? Das da. Ich weiß es nicht. Hoffentlich auch an diesem. Denn ich werde jetzt tatsächlich was probieren. Würgemale am Hals. Eine dilettantische Hinrichtung. Nicht ja. Der ist jetzt durchaus ein kleines bisschen aufmerksam geworden. Ich kann es ihm nicht so sehr verdübeln. Ich warte noch kurz, bis der wieder wegguckt und dann werde ich da über das Geländer springen, denke ich, zum Zahnrad. Dann dort an die Wand und da weiter entlang laufen bis zu dieser Krallenstelle. Wieso ist es hier so hell? Ich schwöre, ich habe jemanden gesehen. Wie viel Opium habt ihr heute schon geraucht? Sehr viel. Sehr beruhigend. Ja, sehr beruhigend, sehr viel. Oh, fuck! Stehen bleiben! Oh, hi. Scheiße, da wollte ich nicht hinfliehen. Mach auf! Oh, fuck. Mach auf, schnell! Der hat's gesehen. Aber er probiert jetzt lieber sein Wandjogging. Das ist der Wandjogging-Weltmeister, den ihr dort seht. Er ist echt gut darin, das kann man anders nicht sagen. Sie nennen ihn auch Zappel-Philipp. Ich weiß nicht weshalb. Oh fuck, jetzt raus hier. Das funktioniert gut. Tschüss. Weiß gar nicht, wen ihr sucht. Also ich habe niemanden gesehen, tut mir leid. Geht lieber weiter. Jo, das mit meinem Plan hat jetzt super funktioniert eben. Wo war nochmal mein Fehler? Ja, stimmt, es war wahrscheinlich zu laut, dass ich runtergesprungen bin. Fokus habe ich leider keinen mehr übrig, sonst würde ich jetzt gucken, ob hier jemand ist. Fokus! Entschuldigung, Leute. Ich habe das hier nie gemacht. Müssen wir aber jetzt auch noch gar nicht machen, es bringt ja gar nichts. Wir haben ja gar keine Fokus. Punkte übrig und wir haben keinen Mond, mit dem wir den wiederherstellen können. Aber ja, keine Sorge, ich hab's nicht vergessen. Ich hab es nur irgendwie vergessen. Ja. Egal, weiter. Lasst uns weiter zocken, denn dafür sind wir hier. Kann das hier nicht die Damenumkleide sein? Immer irgendwelche verrauchten Zimmer. So einer bin ich nicht, ja? Ich will auch manchmal, ne? Moment mal, G. Aber ich habe 0. Aber ich habe ein bisschen Essen. Ich rüste jetzt auch direkt mal die Giftpfeile aus. Also nicht wirklich... Mach das da. Wobei, ich sollte nicht zu sehr mit denen umgehen und die dauernd benutzen. Wobei, eigentlich schon. Kann ich machen, das sind ja die billigen. Aber super, dass das hier funktioniert. Okay, da ist ein Typ. Wir warten jetzt erstmal, bis der hier drin war, denn er kommt ja offensichtlich rein. Da oben ist immer noch ein Licht an, das nervt mich. Und fällt dir auf, dass ich das Licht ausgeschaltet habe? Anscheinend nicht. Die Straße.
Straßen sind so ruhig. Alles klar. Da ist doch was da unten. Nein, ich habe wahrscheinlich einfach zu viel Opium genommen. Hier ist, im ganzen Raum ist nichts. Aber... Nope. Schlüsselloch? Scheint ruhig zu sein. Ich liebe das Schlüsselloch. Das klingt gerade sehr, sehr pervers, wenn ich das so sage. Es war nicht so gemeint. Ich liebe nicht das Schlüsselloch. Also, Zuschauers, was denkt ihr von mir? Für wen haltet ihr mich? Ich war doch immer ein gesetzestreuer Bürger. Außer meistens. Da um die Ecke. Um selbige wurden wir natürlich eben fast gebracht. Das muss ich nicht. Ich muss den Pfeil nicht dafür verschwenden. Okay, okay. Ich müsste mal kurz wieder zurück. Lass die wohl in den Eintopf werfen. Ratten. Und deine Mutter. Wie sie sie einfach greifen und dann werfen. Fuck. Hinter mir ist niemand. Der geht da rein in das... In den das Raum. Wetter schlägt. Das bedeutet, ist hier noch was? Nope. Okay. Moment mal, aber wenn der jetzt doch im Raum ist, kann ich doch jetzt... Schneller. Weg hier. Ja, das bringt mir aber gar nichts, dass ich das Licht jetzt ausgemacht habe irgendwie. Kann ich da einen Seilfall platzieren? Nö. Sind nur Hack. Königreich für einen Kaffee. Ja, den kriegst du gleich. Ich bin ja ein lieber Marco. Und wenn ich bei anderen raube, dann kann ich denen auch einen Kaffee spendieren. Ist eine alte Familientradition. Eine alte Nordtradition. Ja, meine Familie ist eine Nordfamilie. Jetzt wisst ihr, was niemand wissen durfte. Jetzt muss ich euch leider alle töten. Mit der Klaue, die ich von Dingsbums hab. Hoch. Ja, ich bin nur auf den Schrank geklettert. Das ist kein Fetisch. Ich wollte eigentlich auch dann da weiter hoch. Bei Rocks Zähnen. Ja, ich gehe dann mal. Da kommen schon wieder Zahnärzte vorbei. Da war irgendwas von Zähnen. Wie das Zahnärzte nun mal so tun. Ich verhungere. Aber schnell. Wo ist hier das nächste? Oh Mann. Mir knurrt der Magen. Da ist doch was da oben, oder? Oder irre ich mich gerade? Ja, ich irre mich gewaltig. Wo ist der nächste Lichtschalter? Da ist eine Tür. Lalalala. Ah, wir sind wieder da, wo wir am Anfang der Folge gestartet haben. Das ist ja super. Dann verstecke ich mich mal im Schrank und tue so, als wäre nichts gewesen. Ach, damit verbringe ich die Hälfte meines Lebens irgendwie. Ich muss schlafen. Aber was uns natürlich jetzt sehr zum Nachteil wird, ist, dass die irgendwie alle ihre Positionen so ein bisschen geändert haben. Mir scheint, die sind jetzt besonders, aufmerksam. Rechne mit allem. Ja, die denken definitiv, ich wäre noch da. Vor allem der Typ, der stört. Was ich natürlich machen könnte, dass ich eine Flasche... Aber dann würde ich lieber vorher die Tür schließen. Aber die Tür schließen ist unmöglich gerade. Da ist zu viel Licht da unten. Verdammt nochmal, das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Können wir dazu eine gemeinsame Lösung finden vielleicht. Wenn ich das hier an die Tür werfe, dann kommt der Typ von draußen ja auch noch rein. Ich brauche was zu vielleicht... trinken. Wer war das? Eindringling! Leute, dahin. Na los, sehen wir mal nach. Genau, seht mal nach. Ich werde überall nachsehen. Du entkommst. Aber der Typ da ist eben noch. Immer noch da oben. Was? Was? Wie doof war das denn jetzt von mir? Oh, sie dürfen mich nicht sehen. Schnell Licht anmachen. Ich wollte sie blenden. Bitte.
bin einfach zu intelligent für das Spiel. Ja, das war alles genauso geplant. Schatten werden dich nicht ewig. Ich finde den Eindringling. Aber ein bisschen schon. Er ist niemand. Okay, wo wir das geklärt hätten, würde ich sagen, wir können mal schauen, was sich hier unten so verbirgt. Da sind nur Leichen. Wie viele von den stumpfen Pfeilen habe ich eigentlich noch? Ah, jetzt wollen sie es mir nicht anzeigen. Ah, doch, 5. Die war total unauffällig, die Anzeige. Die hättet ihr doch auch nicht gesehen. Das ist furchtbar. Er ist immer noch hier. Nee. Er ist schon längst wieder gegangen. Du kannst aufhören, so schwul zu klingen. Was ist das denn da? Der Raum kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja klar, da bin ich eben auch durchgelaufen. Aber ich will diesen Beamten bestehlen, weil ich habe so den Eindruck, der hätte was. So wie Thief, genau. Wie Garrett eben drüben über ihn geredet hat. Ich muss wachsam bleiben. Das ist doch ein Schatten hier. Es ist nur ein Schatten, also ist okay, wenn ich vollkommen sichtbar bin. Weg hier. Mir gefällt das nicht. Okay, da liegt immer noch so ein kleiner gegen. Schön versteckt. Ist das eine Blendgranate? Ich brauche die Blendgranate, wenn das eine ist. Rechne mit allem. Nee, ja, dich will ich dieses Mal nicht damit bewerfen. Guckt mal alle kurz dahin. Ich glaube, mir ist da was aufgefallen. Keine Ahnung. Riskier mal einen Blick. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, wie ich da hochkomme. Ah. Ja, es wird jetzt ein bisschen blöder. Hier ist doch dunkel, oder? Relativ. Oh mein Gott. Sehr beruhigend. Fuck! Wir haben aber, wir sind weitergekommen als vorher. Wir haben einen Schlüssel. Seine Bedeutung ist mir nicht ganz klar. Verdammte Scheiße. Ja, ist mir klar, wie ich ausweiche. Oh, fuck! Das hat weh getan. Na. Dieselbe Position. Oh. Ich muss mal gucken, was es gerade war. Habe ich irgendwie so ein Gegenstände-Inventar, wo mir das gezeigt wird? Karte ansehen, Ziele. Da ist übrigens mein Ziel. Aber ihr nehmt es mir, denke ich mal, nicht übel, dass ich die Gegend auch ein bisschen erkunden will. Wo ist denn der Schlüssel? Ich weiß es gerade nicht. Oh. Aber er sieht mich nicht. Ich kann ja mal... Ja, wäre schön, dass sie es nicht tun werden. Da bin ich ja glücklich. Okay, das führt... Verbindet anscheinend diesen Teil wieder damit. Ist natürlich super, weil... Ja, eigentlich schon. Dann wollen wir mal... Oh, das ist in der Tat ein neuer Raum. Ich muss aufhören mit diesem dauernden Fokus. Der Typ da, ist das eine Figur oder lebt der? Stiefel als die Wand. Schau mal da durch. Habe ich dadurch nicht sogar eben schon mal geguckt? Ich glaube schon. Danke für dein ganzes Gold. Auch der Kerzenständer ist in meiner Sammlung gern gesehen. Ich drücke die 7, das sind die Giftpfeile, genau. Oh, diese Erstickungspfeile, das wollte ich sagen. Seht ihr dasselbe, was ich sehe? Das ist etwas... Was war das denn jetzt? Das ist etwas beängstigend, findet ihr nicht? Oh! Einfach ganz langsam nach hinten gehen. Euch ist das gerade auf... auch gefallen, oder? Was ist
das für ein Ding? Musik, du machst es nicht besser. Da ist doch was da oben. Nee. Hier ist noch ein Dokument. Hoffentlich steht da drin, was das für ein Ding ist. Einer hat mich gerade an Resident Evil. Rätselhafter Brief. Die Zeit wird knapp und ich muss verschwinden. Hoffentlich erreicht dich dieser Brief. Ich habe etwas Unglaubliches im Tresor der Werkstatt verstaut. Falls meine Theorien korrekt sind, habe ich unserem Freund vielleicht etwas zum Nachdenken gegeben, und zwar buchstäblich. Du musst es sicher verwahren. Ich kann das Risiko nicht eingehen, die Tresorkombination niederzuschreiben, aber falls mir etwas zustößt, solltest du dir die älteren Prototypen ansehen. Vergangene Fehlschläge können trotzdem noch von Nutzen sein. Okay, im Keller. Im Tresor der Werkstatt, meine ich, nicht im Keller. Ja, die Maske im Keller, genau. Was? Das stand doch eben noch nicht da. Vergiss es. Fuck, ich hau ab. Das ist gerade irgendwie zu viel für mich. Ihr habt das doch eben auch gesehen, oder? Ich hab mir das doch nicht eingebildet. Da komme ich wieder praktisch. Okay. Da bin ich noch nicht lang gelaufen. Das heißt, was ich machen könnte, ist natürlich, ich laufe hier durch, dann hier runter. Ah, dann müsste ich wieder an dem Paketband vorbei. Ja, das wäre doof. Okay, laufe ich halt hier hin. Ich gehe praktisch da raus. Dann so. Okay. Wir rennen jetzt einfach mal durch, alles klar. Weil langsam will ich mir das hier wirklich nicht machen. Ich sag, wir rennen. Eine Sekunde später. Okay, das ist nicht euer Ernst. Lauf! Wahrscheinlich findet ihr es alle total lächerlich, aber ich habe eben gesehen, dass... Ich meine, ihr habt es doch auch gesehen. Ich kann ja nicht der Einzige sein, der das gesehen hat. Langsam macht mir der Ort hier ein kleines bisschen Angst. Oh. Alles klar, die Wachen verfolgen uns jetzt nicht mehr. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ich kann leider nicht mehr nachsehen, denke ich, was das für ein Schlüssel war, oder? I für Inventory geht auch nicht. V für Vendetta habe ich noch nicht probiert. Eine Schere. Du machst mich glücklich. Mein Leben ergibt endlich wieder einen Sinn. Was hätte ich bloß ohne diese Schere getan? Vermutlich geklebt. Ja, es ist ein bisschen lame, dauernd den Fokus zu benutzen. Aber ich finde, es macht solche größeren Räume einfach ein bisschen schneller, wisst ihr? So. Es tut weh. Ah. Habt ihr es gerade auch da oben funkeln sehen? Ja. Keine Sorge, ich bin kein Feind. Ich will dir doch nur helfen. Verstehst du nicht, wie sehr ich dir nur helfen will? Immer noch besser als betteln. Genau, immer noch besser als betteln. Deine Hilfe kommt sogar freiwillig zu dir. Dieser Service ist doch unglaublich. Kurze Erklärung, warum ich dir jetzt niedergeschlagen habe. Ansonsten wäre es ziemlich schwer geworden, den Raum hier zu durchsuchen. Was? Scheiße, jemand hat gesehen, dass ich die Tür geschlossen habe. Ich find's super, dass die es bemerken und drauf reagieren. Wer denn? Da scheint keiner zu sein. Und die Lockers kann ich nicht öffnen. Die suchen wahrscheinlich immer noch nach mir. Krass, wie lang. Geschlossene Tür und ich mach sie auf. Krass, wie lang die auch nach jemandem suchen. Ist mir allerdings neu. Halte den Schlüssel gut. Schloss knacken. Habe ich vielleicht den Schlüssel für diese Sicherheitstür?
Und das letzte. Zack. Öffne er bitte die Truhe. Mit E. Oh, voll süß. Was? Das war ein Schlüssel? Maschinenraum. Ja, da sollten wir den Tresor angucken. Und Nahrung natürlich. Auch sehr schön. Stand auf der Nahrung gerade irgendwas von Doomsday. Ich habe zu schnell weggeguckt. Da hoch geht es nicht so einfach. Da müssten wir von der anderen Seite kommen, denke ich. Ja, ja. Du wirst beobachtet. Ist schon klar. Du bist einfach so eine wichtige Person, dass jeder wissen will, welchen Finger du dir gerade in den Po steckst. Oh, Flachmann ist natürlich genau das, was ich jetzt brauche nach der Zombie-Aktion von eben. Das sieht so wunderschön aus. Die Grafik hier ist irgendwie komisch, weil manchmal sieht es echt so total alt und hässlich aus, aber manche der Szenen sind so richtig krass geil. Mr. Focus. Ah, klar. Die kann ich ja alle, könnte ich. Naja. Wo komme ich denn eigentlich her? Von da, genau. Genau, genau. Sorry, Leute. Wir gehen in den Maschinenraum. Schließlich haben wir einen Schlüssel da. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, was eigentlich hier los ist. Kenne ich diesen Raum schon? War ich dort schon mal? Rechne mit allem. Ja, genau. Kommt mir gerade sehr bekannt vor. Auf zum Maschinenraum. Da hängt doch ein Dokument, oder? Neues Dokument, F1. Zutritt verboten. Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punkts wird bestraft, ohne Ausnahme. Bei zweifelnden Offizier der Verwaltung aufsuchen. Auf direkten Befehl des Diebesfängergenerals. Ich hasse so Caps Lock-Typen. Vor allem handschriftliches Caps Lock, das ist ja das Schlimmste. Mindestens doppelt. Das kostet dann ja auch noch Mühe. Ist nicht nur ein Knopf, den du kurz drückst. So, wir haben ihn eingeführt. Es sieht relativ ruhig hier drin aus. Habe ich einen Wandschrank? Wieder an das Fließband. Aber ich sollte ja hier nachgucken nach einem Tresor. Naja, das tun wir in der nächsten Folge meines Let's Plays von Thief. Wenn es euch gefallen hat, wie immer würde ich mich über ein Like sehr freuen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut.